Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe hier mit Thorsten Helbig, Lernen und Handeln mit seiner Forex Pro Community. Und ich freue mich, dass Sie heute Morgen live dabei sind. Und ja, begrüße Sie ganz herzlich. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Wir schauen uns den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar ja nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie auch wie immer Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig, auch wenn der Thorsten heute oder sehr wahrscheinlich wieder Setups vorstellt. Und ja, dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. So, lieber Thorsten, dann kriegst du jetzt natürlich die Bildschirmübertragung und kannst loslegen. Viel Erfolg und viel Spaß. Und wenn ich jetzt aber nicht will, Dann musst du das den Leuten erklären. okay, hast gewonnen. Du, wir nehmen den. Doch. Jetzt seht ihr was. Richtig? Guten Morgen. Ausnahmsweise mal auf einen Mittwoch. Wir hatten das zwar am Donnerstag geplant, aber die Webinare werden am Anfang des Jahres geplant, immer im Januar für das ganze Jahr. Und Nelson ist zwar Vater, aber hat nicht gewusst, dass der Tag auch ihm gehört und hatte dann das Webinar für morgen angesetzt. Und dann habe ich ihn erst mal daran erinnert, dass er Papa ist und dass er morgen Papatag hat. Und dann haben wir gesagt, wir legen das auf den Mittwoch. Ja, sonst hätte ich ihm ja den Feiertag geklaut. Der einzige Tag im Jahr, wo seine Frau einen Abend vorher zu den Kindern sagt, morgen früh lasst ihr Papa schlafen. Das wollte ich ihm nicht versauen und ihn dann wecken. Bin ich mal Wer, gespannt. ob das so ist? Ja, Genau. sonst sag Bescheid. Rede ich mal mit deiner Frau. Ja. Reden hilft ja nicht, du Arsch. Okay, wir haben, oder ich werfe hier drauf heute mal nur einen kurzen Blick aus verschiedenen Gründen. Dieses Bild dürfte noch bekannt sein aus dem letzten Webinar, das, was ich aus Norwegen heraus noch gemacht habe vor unserer Abreise. Daher stammt dieses Bild noch, was wir hier haben. Und daraus ergab sich als bullisches Ziel die 18.568 oder das bärische Ziel die 17.070. Beides war zu diesem Zeitpunkt möglich. Und wie wir sehen, hat er sich gestern für das bullische Ziel entschieden. Wir haben gestern in der Analyse für den Tag, mal gucken, ob ich das jetzt finde. Ich glaube, das haben wir im H1 gemacht, oder? Genau. Das war der Plan gestern. Wir haben Shorts ab 18.220, 18.240 mit einem SL über dem Dreifachtop, was wir hier hatten. Eins, zwei, drei. Wir haben gesagt, Long nur nach einem massiven Bruch des Dreifachtops bei 18.240. Der Plan besagte, wenn der Bruch hier massiv erfolgt, dann warten wir aber den Rücklauf ab. Ich springe in so eine Bewegung nicht rein. Ich lasse mich nicht darüber einstoppen. Warum lasse ich mich über solchen massiven oder solchen markanten Marken nicht einstoppen? Hat jemand eine Ahnung oder kann mir das jemand? Weiß es jemand? Bei wem ist es hängen geblieben? Guten Morgen, Willi. Du weißt es noch aus dem Seminar, oder? Daniela, genau so ist es.
Ich warte immer. Und ich glaube, da bin ich der Einzige, der sowas im Markt auch anwendet oder es so definiert. Ich verstehe die Definition mal von mir. Ich spekuliere auch bei Shorts immer über auf einen Fehlausbruch oder ein nachlaufendes Hoch. Jetzt streiten sich die Geister, weil ich habe gestern gesagt, wir warten einen massiven Bruch dieser Marke und wir shorten dann, wir kaufen long dann den Rücklauf. Das heißt, den massiven Bruch der 18.240, der muss dann per Schlusskurs erfolgen und als der, wenn der erfolgt ist, dann warte ich auf den Rücklauf und die Bestätigung. Wir hatten dieses Hoch hier, das zweite, hatten wir bei 18.239 und dieses Hoch hier bei der 18.242 und dieses hier bei der 18.237. Erstes Hoch, nachlaufendes Hoch, 2 Punkte drüber. Drittes nachlaufende Hoch. 2 Punkte drüber, immer schön 2 Punkte drüber. Und dann kam gestern dieses High bei 18.273, 30 Punkte drüber, aber diese Nummer hier wurde direkt wieder abverkauft. Gestern Morgen die 9-Uhr-Kerze von 8 Uhr bis 9 Uhr, da diese Kerze hier Serverzeit, 10 Uhr Kerze, hatte hier dann einen langen Docht und einen roten Körper. Der massive Bruch erfolgte eine Stunde später, nachdem wir dann den Schlusskurs bei 2,77 hatten, sogar höher als diese Kerze. Und danach wollte ich den Rücklauf abwarten. Den Rücklauf habe ich dann für mich an der 40 hier definiert. Und meine Long Limit, die lag bei der, na, komm, lag bei der 42 oder 43 und der ist nur bis an die 60 zurückgelaufen, um dann stramm nach oben wegzuziehen. Der Plan war gut. Wer am Schirm gesessen hat, konnte das eventuell umsetzen. Wir gucken uns diese Geschichte mal im M5 an. Da, das war der Zeitraum hier gestern früh. Das hier ist 9 Uhr der Ausbruch, zack, und dann der Rücklauf hier bis, na komm, bis 10 Uhr, das heißt von 9 Uhr, 9 Uhr kurz rausgeschossen, um 10 Uhr wieder hier unten geschlossen, Serverzeit 11 Uhr. Damit hätte, könnte das ein Fake gewesen sein. Dieser Bruch war mir für mich da nicht echt und nicht massiv. Deswegen die Warteschleife. Das Tief hier hätte, ja, hätte nur 15, 16 Punkte tiefer laufen müssen bis an die Bestätigung von dieser Kante hier. Und dann wären wir mit der Long auch unterwegs gewesen. So blieb mir nur die Seitenlinie und hinterher zu schauen. Was machen wir jetzt mit diesem Gedöns? Jetzt heißt es für mich nach dem alten Plan, den wir hatten, den wir uns zusammen erarbeitet haben. Na komm. Wo ist das Longziel jetzt hin? Da. Wir haben das bärische Ziel 17.070, das hat er nicht gemacht. Und wir haben das bullische Ziel bei 18.568. Das sollte heute auf der Agenda stehen. Gehen wir in den M5 und schauen, diese Geschichte handeln, ja, nein. Ja, kann man bullisch handeln nach Regelwerken, wo das CRV passt.
Wenn ich jetzt zurückgehe in den H1, müsste ich, wenn ich jetzt auf den Knopf drücke hier, zu diesem Zeitpunkt, also wir wollen noch zu 18.570, ich runde das jetzt mal ganz bewusst, wir wollen ja hoch zu 18.570, das sind 135 Pips, 135 Punkte, die können wir ja mitnehmen. Ja, kann man mitnehmen. Wenn ich aber hier jetzt nur alleine hier Regelwerk Markttechnik zur Grundlage nehmen muss, mein SL zwingend unter die 260, weil das hier ist das letzte Tief. Den Ausbruch jetzt zu handeln, müsste der Stop sogar unter die 18.240. Damit bin ich im negativen CRV. Und negatives CRV ist an der Börse nun mal ja, nicht tödlich, nicht für jeden, für den einen oder anderen schon, aber es tut weh. Negatives CRV, nein, danke. Also müssen wir gucken, was machen wir da draus? Wir brauchen Regeln, die uns diese Chance ermöglichen. Und diese Regeln lauten, ups, für mich, wir haben hier das Nachttief bei 18.410. Ich weiß nicht, ob unser lieber Josef hier ist, der freut sich ja immer, wenn wir morgens das, ich gucke gerade mal. Nee, schade. Er freut sich nämlich immer, wenn ich das Nachttief und das Nachthoch einblende. Wir haben das Nachttief hier an der 18.410 und das Nachthoch von 3:30 Uhr bei 4:64 Uhr. So, das markiere ich beides. So, das heißt, wenn wir long gehen und wir erkennen hier eine saubere Range, hier, erstes Tief, zweites Tief, nachlaufendes Tief, aber zu einer Uhrzeit 7 Uhr ist ein bisschen früh. Ich möchte dieses nachlaufende Tief in einem aktiven Markt, das heißt ab 8 Uhr sehen, das heißt ab in einer Minute. Das heißt, A, long ab circa 18.410, nach Fehlbruch dieser Marke. Achtzehntausendvierhundertzehn, dann möchte ich aber idealerweise hier diese Nummer nochmal nach unten sehen. So. Ich mache das mal blau. Da, ganz kurz da unten drunter und dann sofort. Das ist jetzt doof. Ich muss das ja weiter rüberschieben. Sonst stimmen die Bilder nachher nicht. So. 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 Und nach oben. Und wir holen uns dieses Bild. 1570, 18570 ist das Ziel aus dem das alte ATH.
Bullisches Ziel gleich ATH plus 2 gleich 18.570. So, und dann kommt, wenn irgendwas unklar ist hier, reingrätschen, ne? Sprechen könnte er nicht, aber Fragen immer da rein. Dafür machen wir das ganze Theater hier. B long über 18.465 SL für A unter das Tief mit 20 Punkten Das heißt, wenn wir hier runtergehen und hier eine Lunte basteln, gucken, wie tief diese Lunte geht und den SL 20 Punkte unter diese 20 Punkte unter diese Lunte. Wenn wir dann B dazu nehmen, das heißt hier die erste Position, hier den Bruch, dann den Rücklauf und dann hoch, dann dazu. Wenn B dazu kommt, SL für A und B break even. Nicht B9. So, und der dritte sagt, wenn nur B greift, dann SL unter das Nachttief. Achtzehntausendvierhundertzehn. So. Das habe ich jetzt so genau wie möglich beschrieben. Ist das so verständlich? Kann man das so nachvollziehen? Wäret ihr jetzt in der Lage, danach euren Plan zu erstellen und eure Positionen zu platzieren? Ich bin im Wohnmobil unterwegs und habe heute Reisetag. 500 Kilometer auf deutschen Autobahnen. Das wird ja nicht die Rallye Paris-Dakar. Ich möchte es ermöglichen, dass man das so versteht, dass man solche Setups nach streng definierten Regeln handelt. Wenn wir keine Regeln haben, nach denen wir uns richten, können wir so eine Position nicht managen. Ich werde bei uns im Paternoster nachher, wir sind ja dabei, auf
der auf einer anderen Plattform das DAX Pro zu definieren. Ich weiß, da reden wir schon eine ganze Weile von, seit Januar, jetzt haben wir inzwischen Mai, ja, aber das, was ich zusammengestrickt habe, da läuft noch nicht stabil. Aber die Marken werden wir nachher rausholen. Kriege gerade hier die Nachricht, SL wäre, das wird wahrscheinlich aus DAX Pro sein. SL eventuell am besten unter 18,370. So, jetzt heißt es natürlich, jetzt müssen wir uns die ganze Geschichte mal angucken. Wenn wir jetzt sagen, der SL muss unter 18,370, was ist die Schlussfolgerung daraus? Wenn wir uns jetzt diesen Plan angucken, was müssen wir, wenn wir jetzt sagen, SL unter 18,370, was ist die nächste Schlussfolgerung daraus? Was muss uns sofort ins Auge schießen? Ja, ihr dürft hier mitarbeiten. Wir sind nicht im Schlaraffenland. Das heißt nämlich Lernen und Handeln mit der Forex Pro Community, weil ich dafür angetreten bin, diesen Job so zu machen, wie ich ihn tue, weil ich habe keinen Signaldienst. Ich versorge nur nebenbei unsere Community schon mal mit den Bildern. Die 18,370 kommt aus DAX Pro, 18,375 circa wäre ein Ziel unten für eine Short-Position. Wenn er hier unten rausgeht, könnte er den Fehlausbruch hier unten bis zu 18,375 hinlegen. Soweit könnte der Fehlausbruch gehen. Wer da unten mit einer Limit arbeitet, müsste das dann berücksichtigen. Genau. Erstens reichen dann, das wissen wir nicht, ob die 20 Punkte reichen, Daniela. Aber schön für den Hinweis, ob die 20 Punkte reichen, wissen wir nicht, weil die Aussage war, SL für A unter das Tief mit 20 Punkten. Wir haben gesagt, wenn er hier unten dann das Tief macht, hier, wissen wir nicht, wo das Tief landet. Wenn das Tief bei 18.390 ist, dann langen die 20 Punkte. Ist das Tief bei 18.405, dann langen die 20 Punkte nicht. Aber wir müssen wissen, wenn wir Position B handeln von der 18.465, dann haben wir ein SL von 100. Wenn wir dann hier oben raus wollen, haben wir auch ein Ziel von 100. Wir haben 100 Punkte oben, 100 Punkte unten. CRV 1 zu 1. Würde ich für meinen Teil die Finger davon lassen? CRV 1 zu 1. Wahrscheinlichkeit, dass dann die Nummer hier unten macht. Zumal sich wahrscheinlich das ATH mit einem Maximalziel aus dem zukünftigen DAX Pro sich wahrscheinlich sogar um das Maximalziel in der Nähe von dem ATH befindet. Und das ATH, bin ich mir ziemlich sicher, werden viele zum Shorten benutzen, zum indirekten und zum direkten Shorten. Da werden etliche ihre Long-Positionen, die sie haben, die werden sie dort glattstellen.
Das sind Short-Positionen und es gibt genügend, die darauf lauern, einen Fehlausbruch über das ATH, um dort direkt zu shorten. Die einen shorten indirekt, indem sie ihre Longs verkaufen, die anderen shorten direkt, indem sie Short-Positionen dort platzieren. So, und das schreiben wir jetzt mal dazu. Bullisches Ziel und ab 18.570 Shorts möglich. Regel Doppeltop. Die keine Forex-Proler sind, die merken vielleicht, dass ich mich immer darauf stütze, dass ich die Regeln dazu hinterlege. Ich bin hier angetreten, um immer nach Regelwerken Positionen zu analysieren, Positionen zu ermitteln, die möglich sind, die nach Regelwerken eröffnet werden und nach Regelwerken begleitet werden, die alle kennen. Regelwerk Doppeltop oder Doppelboden, was ja identisch ist, sind allen Paternostern bekannt. Allen. Und weil diese ist in unserer Analyse enthalten. Wenn ich dieses Regelwerk Doppeltop jetzt hier aufführe, wissen die Paternoster oder können sie wissen, ob sie es tun, weiß ich nicht, aber sie könnten wissen, okay, Regelwerk Doppeltop heißt, wir handeln das so, 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 so nach diesen Regeln. Und dann ist auch jeder in der Lage, diese Position alleine zu managen, ohne dass Mama oder Papa oder Oma oder Opa beide Händchen halten und beim Laufen lernen helfen. Das ist unser Ziel, dass jeder, der seine Positionen eingeht, auch in der Lage ist, alleine das Ding zu managen. Ich sitze heute 5, 6 Stunden am Steuer, das heißt, die Begleitung wird schwierig, und deswegen muss jeder alleine auch seine Entscheidung treffen. Wenn B dazu kommt, dann muss der SL für A und B break even. Das heißt, Position A wäre hier. Position A eventuell und Position B eventuell. So. Das heißt, wenn ich Position A hier unten eröffne und hier oben kommt B dazu, nehmen wir mal diese beiden Marken, 410 und 465, dann sind das 55 Punkte dazwischen. Das heißt, es sind 28 Punkte, die oben drauf kommen. Wenn die beiden Marken so passen, dann muss der SL, wenn B dazu kommt, auf die 38. Das heißt, ungefähr auf die, nicht ungefähr, sondern die mache ich jetzt mal Volltreffer. So. Ups. Ja. Wenn A und B zusammenkommen hier, also beide Positionen offen sind, dann muss in dem Moment, wo B dazukommt, der SL ungefähr hierhin, wenn diese beiden Marken passen, dann sollte die der SL für beide Positionen zu einer Position zusammengefasst BE gehen.
Wenn das soweit verständlich ist, mache ich davon schnell ein Bild. Packe es hier rein. Und wir werfen noch einen Blick auf den Euro. Hier jetzt dazwischen überhaupt irgendwas anzufangen? Nein, das hier ist eine typische bullische Flagge, auch bullische Flaggen. Hier kommen zwei Regelwerke zusammen. Einmal die bullische Flagge und das zweite ist, dass wir einen Fehlausbruch von Nachttief oder Nachthoch ebenfalls genauso behandeln oder genauso handeln, wie ich es gerade hier beschrieben habe. Fragen dazu, dann bitte jetzt. Dann würde ich nämlich gerne wechseln. Guten Morgen, Vroni. Ich habe dich ja lange nicht gesehen bei uns. Guten Morgen an den Österreicher in der Schweiz oder an den Schweizer in Österreich, das weiß ich immer noch nicht. Habe ich mir nie gemerkt. Muss zwischendurch mal gucken, wer uns hier so besucht. Keine Fragen weiter? Gut, dann ein kurzes Ja oder Nein hätte mir ja genügt, muss aber nicht. Gehen wir an den Euro. Um die Gemüter schon mal zu beruhigen, wir haben hier heute die Sperrzone. Ja. Und die machen wir wie immer etwas gräulich. So. Also. Sperrzone, als erstes ein Rückblick. Unser Plan gestern früh lautete unter 1,067 direkt abwärts nach Euro pro. Der Hauptplan sagte gestern hier runter, da hoch, dann hier runter. Dann da hoch, hier unsere Zielbereiche. Das Hoch von vorgestern war bei 1,0790. Deswegen haben wir auch gesagt, die Stops müssen über 1,0790, weil der Umweg so machbar hier gewesen wäre. Grüne Strecke, Umweg über 1,0790. Da unten drunter eventuell direkt Short nach Europro. So, die 1,0770 stammte aus diesem Hoch hier, dieses Zwischenhoch, eher nicht. Das Hoch hier war identisch mit dem hier. Das täuscht manchmal optisch. Damit wäre frühestens ab hier, nachdem er hier das High gemacht hat bei, na komm her, da. Auch das täuscht noch, sehe ich gerade. Das High bei 69,9 war nicht über der 70. Damit wäre Long nach Euro pro möglich gewesen ab hier, ab der 76, hier kaputt gemacht, Rücklauf und dann hoch zum nächsten Zielbereich. Allerdings geht diese Nummer nur von der 76 oder von der 75 bis zur 86.
Nach unseren Regeln wäre das CRV, guten Morgen Karl, auch schon wach. Diese Geschichte wäre hier nur mit einem Stop-Loss von 4 oder 5 Punkten nach Euro pro Long möglich gewesen. Wer die gehandelt hat, Chapeau oder Glück gehabt, eher B. Das CRV hier ab hier für die Long-Position wäre schwierig gewesen. Die 70 haben wir hier an diesem mittleren Zielbereich liegen. Das ist die 70,3, 107,73, also 0,3 drüber. Und wir mussten da drüber, um überhaupt erst die Chance zu haben, Long zu handeln. Zumal diese Nummer hier perfekt nach unten durchgezogen wurde. Unser Hauptregelwerk sagte gestern, dass wir ab hier oben, ab der 86 mit, also ab der 83 bis 86 an diesen Zielbereichen shorten wollen. Stops mussten über die 107,95. Und auch wenn es lange gedauert hat, bis 3:30 gestern Nachmittag, manche Tage sind so. Ich habe es auf Slack gestern in unserer Gruppe oder in unseren Gruppen geschrieben. Das erinnert mich jetzt irgendwie so an Zeiten von 2007, 2008. Ich glaube, da wurde Nelson gerade eingeschult. 2007, 2008, als wir eine Vola hatten von 20, 22 Punkten. Und haben wir schon gesagt, wenn er 30 Punkte gemacht hat, haben wir gesagt, Mensch, heute haben wir eine Vola, du, puha. Und wenn ich dann sehe, dass der sich den ganzen Tag zwischen der 53 und der 70, das heißt in so einer 17-Punkte-Range hier aufgehalten hat, dann ist das für unser Regelwerk etwas schwierig. Das Gleiche hatten wir vorgestern. Da hat er sich hier zwischen der 75 und der 61 aufgeschossen. Auch bis zum Nachmittag hier, auch 16, 17 Punkte. Das macht den Handel dann schwieriger. Aber es macht ihn auch interessanter, weil wir dann erkennen, wie wichtig es ist, sich einen Plan zu machen, einen sauberen Plan zu machen, dem man dann auch handeln kann. Und meine eigene Position gestern, die einzige, die ich gehandelt habe, die Long habe ich verpasst. Wie gesagt, wir sind jetzt auch bis heute noch Oma und Opa, meine Frau und ich. Und dann haben auch so eine kurzen eher mal Vorrang, als immer auf rote und blaue Kerzen zu gucken. Das tun wir auch. Aber solche Pläne hier, die kann man sauber limitieren und hier im Stereo auch teilautomatisieren, so wie ich es gerade im DAX auch erklärt habe. Die Möglichkeiten haben wir ja. Das habe ich gestern auch getan. Habe meine Position hier oben platziert mit einem SL von 12, weil ich nicht wusste, wo die greift, mit einem SL von 12. Und diese Nummer gestern konnte sogar vollautomatisiert nach unten durchlaufen. Konnte meine Stop Break Even ziehen oder BE plus 2 ziehen lassen und danach entweder einen Trailer anschalten. Ich selber arbeite gar nicht mit Trailern, aber andere ja schon. Aber man konnte bei dem SL dann auch mit einem Take Profit von 20 Punkten arbeiten. Ich mache das dann mit einer Long Limit und bin dann gestern mit 21 Pips gestern Abend dann hier gekillt worden. Damit war der Tag, ich sag mal, für mich relativ entspannt im Euro, auch wenn sowas hier die ganze Zeit, wenn sowas dann läuft, wenn sowas auch nervt. So, jetzt hat er sich über Nacht hier noch ein ganzes Stück noch weiter runter, regelrecht geschoben. Hier diese 12, 13 Punkte, die er sich noch nach unten geschoben hat. Heute ist hier für mich, wir haben hier den dicken Zielbereich von gestern. Da, aber da können wir auch die bestehende Linie benutzen, benennen die nur um und ziehen die hier runter.
So. Ja, von gestern, ja, genau, das ist so, wenn man. Das heißt, wir haben die 60 bis 66, das hier wird heute unser Short-Bereich. Hey, nun mach doch mal hier. Den machen wir jetzt auch. Und zeichnen den von 8 bis 23 Uhr. Zack. Short-Bereich heute 08er 05er. So kann man das auch erkennen und den Verlauf. Ups. Da es eine Shortnummer wird, machen wir die auch rot. Dann darunter, da hoch, nochmal Anlauf nehmen und dann. Sollte diese Geschichte eventuell so aussehen, nachlaufendes Hoch und dann dahin und den SL für die Shortnummer, SL für Shorts über Zielbereich. 10766. Zwei, drei Punkte drüber. So, haben wir auch hier einen Plan, oder? Das machen wir jetzt mal ein bisschen sauberer. Ja. Und dann erkennt man nämlich das auch im Chart etwas besser. Punkt A. Sind Fragen zu dem Verlauf von gestern? Vielleicht auch mal ein Feedback. Was habt ihr gestern draus gemacht? Einer hat mir gestern auf Slack darauf geantwortet. Er konnte aus der Shortnummer 31 Punkte mitnehmen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und was konnten die anderen draus machen? Und ist dieser Plan für euch verständlich? Kann man damit was anfangen? Könnte man den umsetzen? Könnte man den Teil automatisieren? Möglich? Ja, nein. Also für mich ist es immer wichtig, also erstmal, scheut euch nicht, irgendwelche Fragen zu stellen. Ich werde auch nicht sagen, wer die Frage gestellt hat. Aber wenn von den Zuschauern, den Teilnehmern hier, keine Fragen kommen, dann gehe ich immer davon aus, es ist alles völlig klar und keiner hat irgendwo ein Problem damit. Wenn jetzt jemand da sitzt und sich die Schuppen aus den Haaren kratzt, am Schreibtisch, wie meint er das jetzt? Muss ich mir nachher mal einzeichnen? Dann jetzt raus damit. Dafür steht Nelson morgens so zeitig auf, dafür stehen wir morgens auf, dafür investieren wir viel Zeit und viel Geld in die
Technik und in die Webinare, damit wir das verständlich rüberbringen und euch fit machen für den Tag, damit ihr entspannter in den Tag gehen könnt. Wenn etwas unklar ist, sind wir hier, um es zu erklären. Heute werde ich auch mit Short Limit arbeiten. Ja, ich werde es heute viel im Auge behalten. Ob ich das heute limitiere, weiß ich noch nicht. Der einzige Anhaltspunkt, wir können ja noch mal, das könnte man ja mal tun. Ja. Wir haben, komm her. Ja, kann man machen. Wir haben auch hier das Tief bei der 10759, als 10751. Das heißt, wir haben gestern hier den massiven Bruch hier nach unten geschafft. Der könnte jetzt natürlich bestätigt werden hier bei der 10753. Und dazu schauen wir jetzt nochmal hier rein. Also es kann sogar schon ab hier passieren, dass er nach unten läuft. Das wäre die Bestätigung. Das schreibe ich immer noch dazu. Shorts können schon ab 10753 passieren. Siehe H1 Chart. Das schreibe ich mal noch da oben drüber. Von welcher Bewegung ist der Fibo? Wo haben wir? Da. Diese Bewegung von den News letzten Freitag. Wir sind von dort oben hier nach unten. Wir haben gestern auch gesagt, wenn Schlusskurs im H1 über der 10768, das fotografiere ich mal schnell noch und das andere Bild auch und jage das mal schnell hoch auf Slack. So. Und retour. Wenn wir, ich habe den gestern auf 30 Minuten geschaltet. Das ist die erste Abwärtsbewegung nach den News. Von dort oben hier nach unten. Und wenn wir das im M5 machen, dann sieht man das auch besser. Hoffe ich. Da. Dann ist das von diesem Hoch hier die Abwärtsbewegung bis da unten hin. Da. Das hier ist der Fibo. So. Und jetzt können wir das hier mal noch schnell knipsen und hochjagen. Und dann, wir haben ja das Webinar heute gemacht, weil morgen ja alle bei strahlendem Sonnenschein mit einer Ach, der Mai, die Russen kommen. So, das sage ich auch noch hoch. Wir haben ja das Webinar auf dem Mittwoch gemacht, weil ja morgen alle mit einem Bollerwagen und einer Kiste Oettinger im Bollerwagen irgendwie losziehen. Na, Daniela wahrscheinlich nicht. Obwohl, darf man ja jetzt alles machen, ne? Kurz. Micha, ich bin im Webinar, ich rufe dich gleich zurück.
So. Habe ich das jetzt hochgeladen? Ja, ne? Ja. Damit haben wir den Plan auch fertig. Obwohl Daniela könnte ja morgen auch, man darf ja jetzt irgendwie regelmäßig sein Geschlecht wechseln, Minimum einmal im Jahr. Also könntest du ja morgen mal einen Daniel machen oder so. Ich mache das ja zum Frauentag nächstes Jahr auch. Dann kann ich beides nutzen. Okay. Wenn die Pläne alle klar sind, keine Fragen, dann sage ich mal, ich wünsche euch, was bedeuten die blauen Linien, was bedeuten die blauen Linien und die blauen Linien im letzten Bild? In diesem Bild hier? Die blauen Linien sind unsere Zielbereiche, die du ja in Euro Pro enthalten hast. Die musst du hier unten nur einschalten. Das sind die N. Und das sind unsere Zielbereiche, die für heute gültig sind. Das sind Reaktionsmarken, mit denen wir heute rechnen müssen, die wir dann für Entries benutzen oder für die Stops. Okay. Ist aber auch im Handbuch beschrieben, lieber Rick. Okay. Dann sind wir auch heute gut gewappnet, glaube ich, mit einem Plan, mit dem man was anfangen kann. Und dann wünsche ich euch ein sehr, sehr schönes, langes Wochenende. Nutzt den Tag morgen bei Sonnenschein, die frische Luft zu genießen, draußen ein bisschen rumzuspazieren, den Freitag zum Ausnüchtern. Wochenende, um eine Analyse zu machen, damit wir dann am Dienstag wieder hier uns treffen und sauber analysieren können und unsere Pläne machen können. Ich wünsche euch mit den Plänen hier ganz, 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 ganz viel Erfolg, ganz viele Pips und ganz viele Punkte. Bleibt aber vorsichtig und feiert morgen schön. In diesem Sinne sage ich danke fürs Aufstehen, lieber Nelson, und wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss, tschüss, moin, moin, euer Thorsten und Team. Vielen Dank, Thorsten, für das Webinar heute und natürlich dir auch morgen einen schönen Tag und allen anderen auch. Gute Fahrt nachher und ja, vielen Dank für die Teilnahme. Erfolgreichen Handelstag heute noch und passen Sie auf Ihre Position auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.